Tageslosung für Dienstag, den 28. April. So richtet nun euer Herz und euren Sinn darauf, den Herrn, euren Gott, zu suchen. 1. Chronik 22, 19. Wir sollen Gott suchen? Warum eigentlich? Spielt Gott etwa Versteck mit uns? Und wenn wir ihn beinahe gefunden haben, macht er sich unsichtbar und ist wieder weg. Keiner weiß wo. Na gut, eigentlich haben ja die Menschen mit dem Versteckspielen angefangen. Wobei es kein Spiel war, sondern ziemlich ernst. Damals in dem Garten, den Gott ihnen gegeben hatte. Es war ernst, weil sie plötzlich gemerkt haben, dass sie ihren Gott hintergangen hatten. Sie hatten nicht mehr ihm vertraut, sondern ohne ihn und zugleich gegen ihn gehandelt. Und jetzt wussten sie, das war nicht gut. Da waren sie plötzlich unsichtbar und weg. Keiner weiß wo. Und Gott hat nach ihnen gesucht. Was wird sie erwarten, wenn er sie findet? Das war kein gutes Gefühl. Es war ihnen etwas anderes so wichtig geworden, dass sie übersehen hatten, wie ihr gutes Miteinander mit Gott dabei verloren ging. Deshalb erschraken sie, als Gott wie immer zu ihnen kommen wollte. Gott zu suchen heißt also zuallererst einmal, die Bewegung zu ändern. Ab jetzt hin zu Gott, nicht länger von Gott weg oder hinter Gottes Rücken. Sucht Gott heißt, ändert die Richtung von Flucht vor ihm auf Heimkehr zu ihm. Vielleicht werdet ihr erst später merken, dass zu ihm kommen genau das ist, eine Heimkehr. Dorthin, wo ich geliebt bin und schon immer sein sollte. Gott zu suchen heißt also zu erkennen, dass er das Wichtigste und Beste für unser Leben ist. Und dann heißt Gott suchen, sich auf den Weg zu machen. Immer mehr von Gott zu entdecken und zu lernen. Gott ist so einzigartig, so groß, so herrlich, dass wir ihn immer nur ein Stück weit verstehen können. Was ihn angeht, lernen wir nie aus. Darum ist es gut, in der Bibel zu lesen. Zuerst einmal sollten wir aufnehmen, was wir verstehen können und die Fragen, die wir haben, in unseren Herzen bewegen. Manches löst sich erst auf dem Weg durchs Leben. Manchmal ist es auch wie ein schmaler Tunnel, durch den man mühsam kriechen muss, um plötzlich staunend in eine neue Welt zu treten. Gott suchen heißt schließlich, sich nicht mit klugen Gedanken über Gott zufrieden zu geben, sondern das Gespräch mit ihm zu beginnen. Wie mit einem Vater, dessen Augen über dir leuchten, und mit einer Mutter, die dir Trost und Geborgenheit schenkt, oder einem Lehrer, der dir die Augen öffnet und dich den Weg zum Guten leitet. All das geht nicht ohne das Gespräch mit Gott und auch nicht ohne den Zuspruch und Rat von Mitchristen. Und es geht nicht ohne Zeiten der Stille. Man kann Gott in Sturm und Donner hören, aber meist spricht er leise. Behutsam und freundlich. Natürlich ist klar, Gott zu suchen wäre vollkommen vergeblich, wenn er sich nicht finden lassen wollte. Aber das sagt er immer wieder zu uns Menschen. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen. Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Und das Beste ist, Gott selbst macht sich auf die Suche nach uns, seinen Menschen. Heute genau so wie ganz am Anfang und immer schon. Amen. Wir beten, Gott, du suchst uns, weil wir dir so viel bedeuten. Wir suchen nach dir. Du sollst uns alles sein. Darum lass dich von uns finden. Wir wollen deinen Worten vertrauen und unser Leben unter deiner Begleitung führen. Segne uns an diesem Tag. Amen.